So Leute, es kann wieder weitergehen mit Let's Play XCOM The Classified Deborah. Ja, im letzten Part haben wir die Operation Codebreaker begonnen und sind hier gerade in einer merkwürdigen Basis. Ja, und wir müssen den Codebreaker hier finden. Aber ja, er sagt es, eigentlich muss ich nicht sagen. Eigentlich sagt mir, wer von den beiden ist, Dutchel oder so, sagt er ja schon eigentlich alles. Damit fangen sie unsere Funksprüche ab. Ja. Und, ach komm schon, so, und die Basis müssen wir heute, gut. eigentlich weiß ich auch nichts, außer dass wir eben, immer wenn ich was sagen will, dann sagt es Carter. Ich würde sagen, ja, ich weiß, dass hier eine riesige Satellitenschüssel ist, die wir zerstören müssen, und er sagt es. Ach komm, Carter, nimm's mir allen Spaß. So, gut, das heißt also hier erstmal wieder Action. So, also erstmal, mein kleiner, du bist Dutchel und Carvin, du bleibst hier. Nee, oh verdammt, das habe ich so falsch hingesetzt. Oh, das war ja richtig blöd. Du kannst gleich nochmal zurückspringen. So, Carvin, du sollst natürlich hin. Er ist unser Sniper-Pro hier. Der kann hinten bleiben. Der andere hat den Pumpgun. Mit der Pumpgun kann man nicht so gut. Obwohl, ich habe eine bessere Idee. Als erstes hauen wir mal gleich unseren Turret hier hin. So, Turrets sind immer gut. Aber davor, bevor mein Turret hier gleich alles tötet, holen wir uns den Elite-Outsider. Denn wir können jetzt Gedankenkontrolle. Und das heißt jetzt, wir haben einen von diesen Viechern auf unserer Seite. So, dann flankieren wir die jetzt echt nice. Du gehst mal bitte hier hin. Während Carvin jetzt dahin geht. So, okay, das heißt also, wir sollten die relativ gut flankiert haben hier, schätze ich mal. Komm, geh down, mein kleiner Outsider. So, das Problem ist, uns geht gleich die Munition aus und ich habe irgendwie keine Lust mit der Laserwaffe hier zu schießen, weil die irgendwie zu gut ist. Ist mir nicht wert für diese paar popigen Alien. So, war's das? Ne, da hinten ist noch irgendwo einer. So, ein Raketenschussschütze. Ich hasse sie. So, aber mit dem kritischen Treffer sollte hier den Dutchel leicht besiegt haben. Set down. Yep. So, wo spawnen die Aliens? Natürlich direkt in der Mitte. Aber das ist mir wurscht, denn ich habe jetzt direkt mal einen Artillerieschlag drauf. So, und der sollte jetzt gleich mal wehtun. Und das haut drauf. Nee, und die, Alter, das hat mal gesessen, die Fähigkeit. Die hat mal richtig hier gesessen. Einmal mal mit einer Attacke so gut wie alles hier getötet. Sehr nett. So, ein Elite-Outsider hat noch überlebt. Ich würde sagen, anheben. Flieg, mein Kleiner, und dann hier. Ihr könnt es beenden, wenn ihr wollt. Komm, beendet es. Ja, sehr nett. So, kommt noch eine Kapsel. Oh, Drohnen. Ich hasse Drohnen. So, dann Drohne gegen Drohne, würde ich mal sagen. Super, alle anderen Fähigkeiten bringen es nicht. Schade. So. Bam, Drohne. Drohne Nummer 1. Drohne Nummer. Ach, verdammt. Drohne Nummer 2. Und Drohne Nummer 3 ist auch da. So. Habt ihr noch was hier? Ich glaube, das liegt irgendwie daran, dass wir die Mission erst jetzt hier so spät machen, weil die Mission ist eindeutig ausgelegt für leichtere Missionen. Also dafür, dass man sie früher macht, meine ich natürlich. Und wir machen das halt jetzt erst und ja. Ist halt blöd. Ja, ich habe gedacht, das ist ja so eine super spannende Mission, weil das ist ja eine DLC-Karte, die irgendwie 5 Euro kostet. Da musste es einfach so die beste Mission aller Zeiten sein. So, Energiemagazin, perfekt, genau das, was ich gebraucht habe. So, jetzt habe ich wieder Muni hier ein bisschen für die. Für die Plasma-Waffe finden wir eh keine Waffe, weil man die Waffe irgendwie wahrscheinlich hier von dem Punkt erst so 5 Stunden später bekommt. Oh, cool, die haben ja sogar Laser-Impulsgewehre, nett. So, aber die sind eigentlich keine Herausforderung hier für uns mehr, die Aliens. So, Satellitenschüssel, wo bist du? Immer nach oben, so. Ah, hübsche kleine Satellitenschaden hier. So, Satellitenschaden-Steuerung, um die Ladung zu platzieren. So. Sprengsatz ist scharf. Bringen Sie uns weg hier, Barnes. Überlebende an Bord, wir sind abflugbereit. Sie haben da unten Leben gerettet, Carter. Ja, los, welche Art von Leben? Tja, so wie das geschehen hat, waren das nur wieder ein paar Hypnos. Naja, ich würde sagen, wir fliegen jetzt erstmal weg und ich würde sagen, die Mission ist geschafft. Passt doch, alles gut, alles sitzt. Und wir jetzt hier heroisch nochmal wegfliegen mit dem Heli. Und oh, da ist nochmal schön Bumm gemacht. So, und deswegen hat sich das DLC gelohnt, einfach was einmal schön Bumm gemacht hat. So, Operation Codeknacker, Gesamtspielzeit 11 Minuten 33. Das gesamte Personal der Codeknacker-Einrichtung ist entweder tot oder steht im Einfluss eines bislang unbekannten, bewusstseinsverändernden Wirkstoffs, den wir unter dem Codename Hypnodroge gegeben haben. Es ist noch ungeklärt, wie viele der Todesfälle direkt durch die
durch das Pathogen verursacht wurden und wie viele durch die anschließende Paranoia die Überlebende wurden ins Labor zurückgebracht zur weiteren Untersuchung. So, wir haben 11 Kills gemacht, Technologie haben wir keine erbeutet, 11 Outsider, 5 Zielerquiden eingeschützt haben, 4 Drohnen, 2 Raketen, Scharfschüsse und 2 Elite Outsider haben wir erledigt. Ja, man merkt eigentlich, dass das eine Mission ist, die man wahrscheinlich irgendwie 10 Stunden davor hätte machen können, weil das sind alle Sachen, die wir schon wussten, ist mit der Hypdroge da. Das haben wir seit der dritten Mission oder so, also der dritten Hauptmission, was jetzt echt schon ein Stück her ist, ist es schon Standard hier, dass da 1000 Leute immer infiziert sind. Naja, gut, die Mission ist geschafft und ich würde sagen, jetzt können wir eigentlich noch eine Nebenmission machen, weil ich dachte, die dauert jetzt irgendwie länger, weil es ist eine DLC-Mission, die hat gerade mal 11 Minuten hier gedauert. Ich dachte, die dauert irgendwie ein bisschen länger und ist ein bisschen spektakulärer, aber es hat einmal halt schön Bumm gemacht. So, Agenten sind wieder zurück. Hier, so, schön, Weltraumshot. Deine Agenten sicherten einen Prototyp und einen funktionsfähigen Satelliten, der in diesem Jahr gestartet werden sollte. Director Falcon, Dr. Risner sind beide sehr zufrieden. Gut gemacht. Yeah, wir haben was gut gemacht. Testflug. Verbesserungen am Treibstoffsystem des Avengers sollten die Leistung um 3% steigen und den Verbrauch um 5% senken. Eine Menge an eingesparten Iridium kann für andere Forschungszwecke verwendet werden. Super. Toll. Gut, dann, hey, da sind fast keine roten Punkte mehr. Warum sind da keine roten Punkte mehr? Ja, da sind sie schon wieder. Ich dachte mir schon. Sieht hier viel zu schön aus. So, dann schicken wir unsere Typen gleich hier mal auf die nächste Mission. Hier ist... Oh, jetzt sind ja eh alle Level 5 hier. So, theoretisch müsste ich jetzt die nochmal verwalten gehen, aber ich bin jetzt zu faul. So, schick mal Crowns und Lee. Oh, wie er böse schaut. Habt ihr gesehen, wie er böse geschaut hat? So, dann haben wir hier noch hinter feindlichen Linien. Da können wir auch noch... Oh, verdammt, ich habe die vergessen abzuschicken. So, oh, das war blöd. So, dann können wir die Mission auch noch machen. So, los geht's. Und jetzt, dann haben wir nur noch eine Nebenmission am Ende. Die hier, die wir jetzt leider nicht machen können, weil Zetroff zu schwach ist. Zetroff, ich bin enttäuscht von dir. So, wir hätten jetzt noch eine Nebenmission, zwei Nebenmissionen. Machen wir die oder machen wir die nicht? Hm, ich würde sagen, doch, eine Nebenmission kann ich mir jetzt noch leisten. So, also Leute, komm, eine können wir uns leisten. So. Oder, ach komm, nee, Leute, ich würde sagen, komm, ich habe versprochen, wir machen mit der Hauptmission weiter. Und ich meine, im Schlimmfall können wir die Mission noch irgendwie mal danach machen, wenn das Spiel vorbei ist. Schauen wir mal. So, jetzt geht es aber erstmal in die nächste Mission, der letzte Krieg, Chicago, Illinois. Da, wo El Bundy geboren ist. Achtung, du hast noch verfügbare Optionen, die verschwinden. Okay, Leute, vielleicht machen wir doch erstmal die Mission. Wenn da halt wirklich steht, das ist die letzte Mission, okay, dann glaube ich, müssen wir halt doch nochmal die Nebenmission jetzt hier zuvor machen, weil... Gut, so wie es aussieht, ist der letzte Krieg wirklich die finale Mission. Mit anderen Worten heißt das, dass wir jetzt erstmal hier noch die Nebenmissionen erledigen, die beiden. Dann, also wir machen jetzt noch die Nebenmission, schicken dann unser Teamkollegen zu der anderen kleinen Mission und dann... haben wir noch eine Nebenmission, die machen wir dann auch noch. Ich schätze mal, dann haben wir alle Nebenmissionen abgeschlossen. Dann schließen wir uns auf die Hauptmission, habt ihr letzter Krieg. Ich denke halt irgendwie, das klingt halt wirklich sehr final. Ich denke halt, danach kommt nicht mehr so viel. Und dann würde ich sagen, geht es dann los. Hier, das Finale startet dann. So, erstmal aber wieder hier abspringen. So, Karin und Detschel sind wieder dabei, meine Pros. Sie müssen in der Nähe sein. Ich kann die Leichen schon sehen. Machen Sie schnell, dann kommen hoffentlich keine mehr dazu. Zumindest keine menschlichen Leichen. Ja, ein paar Leichen kommen sicher dazu. Können Sie mich hören? Was haben Sie für mich, Doc? Wir glauben, dass die Outsider eine neue Operationsbasis bauen und die Hypnotisierten als Arbeitssklaven missbrauchen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen sie aufhalten. Da sind schon wieder diese Apparaturen. Die sind in der Nähe. Genau wissen wir immer noch nicht, was die sind, aber... Tja, was soll man machen? So, ich schätze mal, das ist jetzt so eine Mission, wo wir versuchen müssen, dass keiner der Typen stirbt. Also keiner der Leute, aber ich glaube, das könnte schwer werden. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Kein Bock. Das ist mir zu anstrengend. So, den Elite, den Technologiekommander bringen wir auf unsere Seite und dann haben wir noch einen Scharfschutz auf dich, Outsider-Leinchen hier. Geht ihm an den Kragen. So. Ey, die können ja einfach Deckung aus dem Boden raushauen. Das ist mir irgendwie neu. Wann können die das? Können die schon immer? Ha! Und die Typen... Okay, super. Und die, so. Und das war's dann mit Ziele retten hier. So. Gleich mal tot einfach. So. Der Technologiekommander. Sind keine anderen Gegner mehr da, oder? Doch, da kommen die Drohnen. Checkt der Typ die Drohnen? Ich dachte, die können nur Technologiekommander. Ach so. Ja, okay. Die können natürlich auch so einfach spawnen, stimmt. So. Oh, das sind sogar verbesserte Drohnen. Hat die Gedankenkontrolle durchbrochen. Komm
Nein, nein, du hast nicht die Gedankenkontrolle gebrochen. Nein, das ist jetzt aber echt nicht cool von dir. Junge, ich bin echt von dir enttäuscht und deswegen tue ich jetzt hier erstmal vertreiben hinein. So, das heißt, du verlierst jetzt hier erstmal die ganze Zeit Leben. Und das heißt, du stirbst und das gönne ich dir, weil ich dich nicht mag. Und da ist eine Drohne, die mich hier wunderschön flankiert. Geh weg, Drohne. Lebt der Typ noch? Der lebt ja immer noch. Na geil. Dann machen wir hier mal, flankieren wir immer schön. Oh. Geil. Ah ja, stimmt, meine Drohnen können ja Typen hochheben. Das bringt mir nur gerade nichts, wie das den Typen hier hochhebt. Na egal, dann machen wir so. Bam! Ich möchte ihn rausboxen. Oh, ich wollte ihn wegboxen. So, das Laserimpulsgewehr nehmen wir uns. Liegt hier noch ein Laserimpulsgewehr? Ich glaube nicht. Oh, da sind die Drohnen. Drohnen. Das sind sogar nur normale Drohnen. Nicht mal verbesserte Drohnen. Bin enttäuscht. So, Drohne Nummer 1. Drohne Nummer 2. Macht's es? Komm schon. Leute, wir sind so überpowered gerade in dem Spiel. Wir hatten jetzt echt lange Probleme. Besonders halt, wenn da so ein Newton oder so ein Commander, Technologie-Commander haben. Aber schaut euch mal, sogar unser Turret steht noch. Unser Turret hat das echt überlebt. Es hat nicht mal sein Schild verloren. Also man merkt wirklich, wir sind stark. Sehr stark. Finde ich cool. So. Bam. Ach, Putzig, da lebt ja einer. Ah. Was ist denn da? Achso, das ist meine Drohne, die ihn da hochhebt. Ich dachte mir schon, was ist da mit dem Typ los? So, ansonsten kommt da hinten noch einer angelaufen, der kann durchkommen. So. Oh, sogar zwei, wie putzig. Ein Pärchen. So, ciao Pärchen. So, weg. Weg. Ich sagte weg. Bah. So, treffen muss man natürlich auch. So, Laserimpulsgewehr. Ach, das ist cool, dass sie wieder Laserimpulsgewehr haben. Das macht sie zwar stärker, aber dafür haben wir Munition. So, und irgendwie ist es jetzt auch nicht so viel schwerer. So, zum Outsider-Gebäude. Okay, ich laufe da schon. Kater, hüpf, spring. So, ein Brief, den ihr wieder lesen könnt, wenn ihr das Bild anhaltet. Und weiter geht's. So, wieder mal ein Hauptquartier. Wir mussten ja schon öfters in eins reinstürmen. Beim letzten Mal war es eine Siloquidenfabrik, da erinnere ich mich noch. Bauarbeiten abgeschlossen. Dann bleibt uns nicht mehr viel Zeit, die... So, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Okay, gut, das Außergebäude infiltrieren. So, machen wir doch. So, das ist schon wieder eine Planskizze. Gesundheitskonverterpack. Verringert die Gesundheit des Trägers, aber seine Fähigkeiten laden sich viel schneller aus. Super. Da unsere Teamkollegen einfach mal nach 3 Schüssen sterben, glaube ich, ist das keine so gute Idee, oder? So, also obwohl, eigentlich brauchen wir nicht. Wir brauchen nur die Turret. Alles einpacken, Agents. Wer weiß, was uns erwartet. Ja, Pony, hab ich. Oh, aber die haben nette Plasmawaffen zu haben. Haben die vielleicht eine Waffe, die ich noch nicht habe? Schade, wäre zu cool gewesen. So, gut. Da sind überall... NC kann ich von hier aus nicht abschießen, weil das wäre echt geil. Schade, ja, okay, dann müssen wir raus und dann... Na gut, weil sonst hätten wir an sich unbegrenzt Munition. Wir sind hier beschäftigt. Wir haben einen Energieturm entdeckt und in Verbindung mit den Messdaten in der Umgebung... Zur Sache, Doc. Sie schicken Verstärkung, William. Verdammt. Und was ist mit der Rettung der Hypnotisierten? Sie müssen schnell machen, wenn Sie sie retten wollen. Schnell ist mein zweiter Name, würde ich mal sagen. So, komm, draufhauen. Dötzel, ah, oh, du bist halt so cool, Dötzel. Dankeschön. Ne, das mach ich ernst, gell, Leute, gerade. Ja, weil ich wollte gerade, dass er hier hochläuft, weil er kann halt von hier oben schön snipen, während Carvin da unten seinen MG-Turm hinhauen kann. Und ich habe die jetzt wunderschön flankiert, kann die jetzt wunderschön von der Seite weghauen. Außer, dass er gerade eine neben mir... Ist da gerade eine... Achso, ich dachte gerade, seine neben mich gehüpft. So, den Outer... Ach komm. Auf den Elite-Scharfschützen kannst du mal draufballern. Bam, dankeschön. Und der ist jetzt auch down. Und der kommt, du bist auch down. So, wo ist die Verstärkung? Da hinten. Oh, ein Elite-Mutant. Das macht natürlich alles wieder ein ganz klein bisschen schwerer. Ein ganz klein bisschen schwerer. Ein ganz, ganz mini kleines bisschen. 1000 Milliarden mal schwerer. Oh, scheiße, diese Viecher. Können wir eine Gedankenkontrolle bei dem machen? Bitte sag, dass wir eine Gedankenkontrolle bei dem machen können. So, egal, ich hau einfach mal alles raus. Silapie, boom, 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 boom. Klappt das? Ha, es klappt. Leute, ist das gut. So, okay. Dann, Pause. So, warum bist du Typ übrigens hier oben? So, jetzt heißt es wieder draufholzen. So, erstmal. Bam. Kann ich einen Artillerieschlag draufholen? Ja, ich kann einen Artillerieschlag draufholen. Sehr nett. So. Wenn ich jetzt hier noch vertreiben auf den draufholen kann. Ja, okay, dann ist er leicht zu besiegen. So. Gut.
Jetzt alles draufhauen, was wir haben. So, jetzt sollte immer mal seine Rüstung weggehen. Boah, schau dich mal, wie wenig Schaden der eigentlich bekommt. Dafür, dass wir einen Artillerie-Schlag auf den draufgehauen haben. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt heißt es Laserwaffe rauspacken. So, immerhin ist er noch verwirrt. Das ist sehr gut. So, jetzt hüpft er gleich los. Bitte hüpf nicht los. Bitte hüpf nicht los. Ha! So, also mit der richtigen Taktik kann man sogar diese Viecher besiegen. Hätte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. So. Wo ist denn. Irgendwo wird mein Gegner markiert. Egal. Ich sehe echt keinen Gegner. Naja. So, ich muss jetzt eh nochmal kurz zurück. Außer ist es Plasma-Munition? Plasma-Energiemagazin. Schade. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal kurz zurück und hole mir nochmal Plasma-Muni. Weil wenn nochmal so. Obwohl. Ach so, ich habe Plasma-Munition fast voll. Ach so, ich habe fast keine gebraucht. Okay, alles gut. So, da. Wunderschöne hässliche Clipping-Fehler. Was gibt Schöneres? So, dann können wir direkt weitergehen. So, also bei so viel Plasma-Munition, die wir noch haben, ich dachte, wir haben irgendwie noch 30 Schuss oder so, da braucht man das nicht. So, ich finde es schade, dass wir keine Plasma-Pumpgun haben, weil die könnte man wunderschön hier, ich glaube, ja, Carmen könnte man die geben. Der hat immer Shotguns und das wäre perfekt für den, hätten wir hier mal eine Waffe für den. Weil ich meine, Dötschel hat auch jetzt einen Plasma-Präzisionsgewehr. So, da sind die ich ein paar Überlebende Viecher, für Sie, die Hypnos. Team steht bereit, wenn Sie den Turm sichern können. Ja, kein Problem. Ist ja nur ein Turm voller Aliens. Los, jede Sekunde zählt. Oh, wisst ihr, was ich gerade gefunden habe? Neue Spielkollegen. So. Erstmal, was bist du für ein Typ? Ah, der ist so weit weg, ich kann ihn nicht mal sehen. So, wir müssen jetzt erstmal hier runter. So, dann müssen wir uns sofort um diesen Scharfschützen kümmern, weil diese Scharfschützen in dem Spiel sind ultra stark, wirklich. Ich schätze mal, die haben auch schon Plasma-Waffen, das heißt, die töten uns fast mit zwei Schüssen. So, oder Plan B. Scheiße, ich kann noch keine Gedankenkontrolle machen. Los, draufhalten! Naja. Wir können den auch einfach so erledigen. Truppentransporter? Bereit machen. Jetzt wird's richtig heiß. So, okay. Verdammt, Leute. Artillerieschlag. Ich kann natürlich noch keinen Artillerieschlag machen. Das ist voll scheiße. Das ist richtig scheiße. Das ist voll unfair. Warum nicht? So, und ich kann. Ich muss den. Ich kann den Tod. Ich kann den nirgendwo Vernünftiges hin tun. Na, okay. Tun wir ihn dahin. Das ist das gar nicht. So, erstmal natürlich Standardding. Drohne. Silakoiden hauen wir davor. Blob! Ich meine, das ist so furchtbar. Diese Steuerung, dass man kann einfach Objekte nur bewegen in diesem Radius, wo man eben hingreifen kann. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so übelst nervig. Und ich kann die Granate auch nicht hochwerfen, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. So. Dann, was machen wir? Erstmal machen wir ein Ablenkungsmanöver. Das hauen wir hier hin. Oh, gerade haben wir echt Probleme, Leute. Gerade haben wir echt richtige Probleme. So, dann haben wir mal eine Mine dahin, damit die immer nicht hier reinstürmen können. So, und das größte Problem ist natürlich das Viech hier da oben. Und dass ich keine Granaten da hochwerfen kann. Oder es zumindest nicht mehr sehen kann, wo ich sie dann hinwerfe. So, komm. Ärgerlich, Leute, ärgerlich. So, ich könnte versuchen, einen Artillerieschlag auf das Ding drauf zu hauen, aber ich glaube, das bringt nicht so viel. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich hoffe, es trifft das. Ja, super, okay, es trifft nicht. So, mein Typ ist gleich down, meine Ablenkung, und dann geht es voll auf mich. Ja, jetzt geht es auf mich. So, oh, ich hasse die Transporter. Oh nein, das wird wehtun, das wird wehtun. So, haben wir irgendeine Fähigkeit? Ja, wir können einen Präzisionsschuss abgeben. Komm schon, wir haben es eigentlich gleich down mit dem Plasmawaffen bekommen und ist schon relativ schnell down. Komm, Präzisionsschuss, haut drauf. Okay, dann haben wir deinen Präzisionsschuss nicht drauf. Ich hab's geschafft, so, Punkt, Ende aus. So, da ist ein wenig Muni, da ist mein Laser-Turret, das auf nicht schießen kann, weil ich es so blöd hingestellt habe, was ich fast befürchtet habe. So, das sind die verbesserten Drohnen. So, verbesserte Drohne Nummer 1 weg. Da ist mein Blob und das waren ja schon alle. Nett. Nein, kein Platz mehr. So, Laser. Oder? Bin ich gerade blind oder warum sehe ich gerade keinen? Ich gehe jetzt einfach mal hier vor, wenn es keinen stört. So. Carter, alles in Ordnung? Das war's hier. Bringen Sie uns nach Hause, Barnes. Raus?
Kann ich heim? Ich bin mal nach Hause? Ja, passt. So, 9 Minuten hat die Mission gedauert und 7 Sekunden. In der feindlichen Einrichtung wurden mehrere Menschen vorgefunden. Übrigens, entdecke die Welt, sehr schön. Die mit dem Hypnovirus infiziert waren. Gegnerische Einsatzkräfte vor Ort verhinderten, dass das Einsatzteam befallene Zivilisten retten konnte. Gut. Gegnerische Einsatzkräfte vor Ort verhinderten, dass das Einsatzteam befallene Zivilisten retten konnte. Wir haben doch ein paar gerettet, dachte ich. Dann eben nicht. 21 Gegner haben wir getötet. 12 davon waren Outsider, eine war eine verbesserte Drohne, 7 waren normale Drohnen, 2 Technologiekommander, 4 Elite-Scharfschützen, 1 Elite-Mythen, 1 Elite-Outsider und einen Truppentransporter. Okay, Leute, das heißt jetzt erstmal zurück zur Basis. Übrigens, wir haben das Achievement bekommen, das heißt, dass wir alle Nebenmissionen abgeschlossen haben. Aber das ist ein bisschen verbuggt, fällt mir gerade auf, weil wir haben ja eine DLC-Mission und deswegen haben wir, deswegen, das zählt halt als eine Mission. Trotzdem werden wir jetzt noch die eine Mission machen, die wir ebenfalls noch haben. Und dann geht es zu der finalen Mission, der letzte Krieg. Schätze ich zumindest mal. Es klingt halt so, endgültig, der finale Krieg. Okay, wenn die Ladezeit vorbei ist, dann kann man einen Cut machen. Zumindest der letzte Krieg, wie gesagt, da heißt es dann wahrscheinlich dann wirklich hier, ja, endgültig hier, das Mosaik-Netzwerk zu vernichten. So, Missionen haben wir abgeschlossen. Kann nicht überall sein. Dafür haben wir unsere Leute. Hinter den feindlichen Linien. Diese Agenten haben nicht nur Waffen und Munition, sondern auch die Soldaten und Fahrer des Konvois. Dadurch haben wir mehr potenzielle Einsatzkräfte. Gute Arbeit. Alles, was uns gehört. Deine Agenten haben mehrere Prototypen aus dem Forschungszentrum sichern können. Leider waren die Forscher selbst mit dem Hypnovirus infiziert. Ihre Arbeit wird uns helfen, andere von dem gleichen Checkset zu bewahren. Gute Arbeit. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war das eine erfolgreiche Mission. Wir haben noch die 2 Nebenmissionen hier abgeschlossen von unseren Leuten hier. Und das heißt, nochmal ein heroischer Blick auf die Karte hier. Da ist gar nicht mehr so viel rot. So, wieder ein bisschen mehr, Leute. So, das heißt, in der nächsten Mission werden wir erstmal noch die eine Nebenmission machen und unsere Leute zu der einen anderen Mission schicken. Und dann, vielleicht im nächsten Part oder spätestens im übernächsten Part, geht es dann mit der finalen Mission wahrscheinlich los. Der letzte Krieg. Bis dahin, eure MC Muffix und William Carter. Haut rein. Ciao.